kommt vorne zu dem Tor rein und ist in einer anderen Welt. Wir sind umgeben von Müll und bauen mit dem Müll. Vorher passiert irgendwie über Jahre lang nichts, das Ding verfällt und dann ist halt über zwei Wochenenden hinweg einfach die Hölle los. Das Festival, gerade in solchen Breiten, sind die ideal, weil sie ja die Menschen erreichen, die meiner Meinung nach wichtig zu erreichen sind. Die Hauptsache ist nicht das Ergebnis, was am Ende steht, sondern ein Stück die Erfahrung in dem Moment und der Prozess des gemeinsamen Gestaltens. Ich kenne keinen anderen Ort, der es so ermöglicht, mich so auszuprobieren. A lot of people think that if you do something creative, it's your hobby or something, but most of the time that's actually what you really are. And this is what I am. Mein Name ist Thomas Dietze. Ich bin seit dem ersten Jahr bei der E-Book dabei, sprich seit 2006. Und dieses Jahr bin ich hier der Projektleiter, sprich wo die meisten Fäden zusammenlaufen. Ich habe so ein bisschen den Überblick über die Sachen, die hier passieren und versuche mit dem Team halt das Ding hier zu wuppen. Wir sind dieses Jahr in Reichenbach und sind hier in einem alten Bahnbetriebswerk gelandet. Wir sind in einem Objekt, was unheimlich groß ist und komplett brach liegt. Es wurde halt nach der Wende verkauft und mehr oder weniger ausgeschlachtet und zerstört. Und dementsprechend sind wir hier mehr auf Brachland und nicht in Gebäuden drin, wie das sonst die letzten Jahre war. Wir nutzen hier gerade eine Fläche von ca. 7 Hektar für die E-Book und haben aber eine gesamte Fläche von 11 Hektar. Dieses Jahr haben wir eine riesige Herausforderung gehabt. Wir haben einfach diese großen Entfernungen und diese weiten Strecken mussten wir mit Strom versehen. Wir mussten Wege anlegen, wir mussten Wasser irgendwie von A nach B bekommen. Und das ist halt eine Herausforderung in der Größe, wie wir sie noch nicht hatten. Wir haben auch im Team lange überlegt, ob wir uns dieser Herausforderung stellen. Dann haben wir irgendwann gesagt, ganz oder gar nicht. Wir sind hier, glaube ich, mehr als 50 Menschen, die zum Teil einen ganzen Monat sich Zeit genommen haben, die zum Teil ab März unregelmäßig mit da waren, die auch jetzt in der nächsten Zeit nochmal da sein werden und das wieder abbauen müssen, was wir alles erst aufgebaut haben. Wir haben Studenten, die sich einfach ein Semester Zeit nehmen können oder einfach gerade Zeit haben. Wir haben Leute dabei, die sind Freelancer, die machen sonst Messebau und schauen jetzt, dass die quasi sich die Zeit, wie sie hier arbeiten, freischaufeln können, um eben hier mit anzupacken und eben mit ihrem Know-how auch wirklich viel für das Projekt zu beitragen. Und wir haben aber auch Nachbarn gehabt, eine ältere Frau, die kam jeden Morgen, hat für uns die Brötchen aufgebacken und Kuchen gemacht und beziehungsweise auch den Kaffee gekocht und ist dann mittags wieder weg und hat sich gefreut, dass sie uns helfen konnte. Also es ist wirklich von allem was dabei. Leute aus der Region und Leute, die von weit her angereist sind. Ich glaube, der Ansporn der Leute hier mitzumachen liegt daran, dass es ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl ist. Wir reden auch immer ein bisschen so von das ist ein bisschen wie Family, also sprich, dass man wirklich sagt, ey, wer hier herkommt, wird immer respektiert, kriegt immer ein Dankeschön und wird halt auch immer gut behandelt. Und genau das pflegen wir und das ist uns total wichtig. Die Stadt Reichenbach ist quasi am letzten Zipfel in Sachsen. Wir haben hier ca. 20.000 Einwohner. Momentan auch so, dass es einen gewissen Schwund bei den Einwohnern hier gab.
und ist halt quasi eine typische Kleinstadt, die aber viele aktive Menschen hat, die hier wirklich auch mit Gas gegeben haben. Und es ist natürlich eine Eisenbahnstadt, weil hier der Knotenpunkt war und hier unheimlich viele Züge aufeinander kamen, hier ein Umspannwerk war, sprich die Dieselloks reinkamen und auf Elektro weitergefahren sind, früher die Dampfloks hier gepflegt wurden und der große Eisenbahnboom, der in den 1900er Jahren stattfand, halt hier quasi auch mit stattfand. Also sprich dadurch ist das hier so gewachsen und war halt ein immens großer, wichtiger Standort dafür. Hier auf dem Gelände ist momentan alles brach. Die Stadt hat Interesse, es zu kaufen. Das Grundinteresse wäre eigentlich daran, dieses Gelände wieder nutzbar zu machen. Aber momentan ist man da noch sehr weit weg, weil das einfach mit sehr hohen Kosten verbunden ist, die sich noch nicht wieder tragen würden. Daher wird das erstmal noch eine Weile brach liegen bleiben, sehr wahrscheinlich. My name is André Farkas. I'm a Brazilian guy. My artist name is Treco. I didn't know what to expect when I arrived. So in the beginning, I felt a little pressure to find somewhere and to paint something nice. But then I started to realize that it's all about the experience and it's all about hanging out and looking around to see something that catches your creativity. My name's Georgia and I'm from Australia, but I'm currently living in Berlin. I did look at videos from the previous years and had a bit of expectation, but all I wanted was to have the freedom to create what I wanted to create. It's like a 3D universe that's a mix of different elements of time and space. And I just draw things that I like and pick colours that are appealing to me. Ich bin Robin Goldbach aus Leipzig. Künstlername ist auch Roofpuke. Ich bin zum ersten Mal bei der E-Book dabei. Als ich den Raum gefunden habe, hatte ich als allererstes durch die Raufaser und durch die Größe und so, hatte ich so ein Kinderzimmer-Feeling. Und das hatte ich dann einfach die Lust irgendwie umzusetzen. Ich habe zum Beispiel hier an der Seite habe ich halt ein Auto mit einem Monster hingemalt, die ich als Kind wahrscheinlich ziemlich cool gefunden hätte. Habe hier ein paar Kinderbücher ausgewählt, halt diese Regale. Da kommt auch später noch Spielzeug drauf.
würde mein Kinderzimmer aussehen, wenn ich als Kind es selbst eingerichtet hätte. So. Die Künstlerwoche ist immer die Zeit, wo die gesamten Künstler anreisen. Das waren dieses Jahr 100 Personen, die eine Woche lang Zeit haben. Also die reisen mal freitags an und müssen bis zum kommenden Freitag ihre Kunstwerke fertig haben, weil dann die Gäste schon kommen. Dieses Jahr haben sich mehr als 380 Künstler beworben aus mehr als 17 Nationen. Dann haben wir noch mal einen großen Pool an Künstlern, die wir gerne laden möchten, dazu gepackt und haben die in einer Kuration alle auf den Tisch gelegt. Und da haben wir dann geschaut, was haben wir für Flächen, was haben wir für ein Objekt. Welche Künstler passen überhaupt hier rein? Sprich, ich habe Künstler, die große Flächen malen, ich habe Künstler, die mit kleinen Flächen gut umgehen können. Und danach haben wir sortiert, was am besten hier funktioniert. Weil wir wollen keinen Künstlerladen, der sich limitieren muss, sondern wir wollen die Künstlerladen, die hier reinpassen und sich dann frei entfalten können. My name is Joel Hicks. I'm from Holland, but I live in the UK at the moment. As you see, I sort of work in a sort of random kind of way. I'd start just putting paint on and at some point something comes out. That doesn't really appeal to a lot of festivals because they want to plan. And iBug is great because they just let you get on with it. So they say, get out, just see what kind of space you need. Ich war sehr aufgeregt, als wir die Zusage bekommen haben, und ich habe versucht, da einfach nicht zu viel drüber nachzudenken, weil es auch sehr viel Druck dann für mich bedeutet. Wir sind die Künstlergruppe Esoscope. Wir bauen eine Installation, auf deren zwei Gemälde gleichzeitig zu betrachten sind, und zwar aus unterschiedlichen Richtungen. Ich habe Simo auf einer meiner Ausstellungen letztes Jahr in Hamburg kennengelernt, und er fand, dass unsere beiden Projekte einen ähnlichen philosophischen Ansatz haben. Wir haben uns eigentlich zum bierseligen Abend verabredet, haben festgestellt, dass ich in meiner Kunst und sie in ihrer Kunst eigentlich von der Betrachtung und vom Aufbau, von der Konstruktion der Welt sprechen. Mein philosophischer Ansatz dazu ist, dass es das Chaos im Grunde genommen repräsentiert, aber in sich total funktioniert. Meine Kunst erzählt von der konstruktiven Seite, die der Mensch sich sozusagen zusammenbastelt als Realität. Und ihre erzählt eine Stufe vorher, wo es eben noch keine Zeit und noch keinen Raum gibt. Im Endeffekt saßen wir jetzt ein gutes Jahr zusammen und haben gearbeitet und uns ein Konzept überlegt, Dummies gebaut, uns die Haare gerauft. Da gibt es noch eine Besonderheit, dass von der einen Seite eben dieses Gemälde sozusagen so belassen bleibt und von der anderen Seite hat sie dieses Bild dekonstruiert. Deswegen wurde das vorher in derselben Größe auf Papier aufgebracht, damit sie es dann zerreißen kann, um es wieder neu anzuordnen. Und deshalb gibt es auf der Installation am Ende zweimal dasselbe Bild, aber einmal intakt und einmal dekonstruiert. Der Dreh- und Angelpunkt, sozusagen der inspirative Teil für den Betrachter, liegt darin, dass wir ja gerade auch wieder mal in Zeiten sind, wo es wichtig ist, die Wahrheit zu erkennen. Meiner Beobachtung nach aber der Trend geht zu immer statischeren Sichtweisen. Und deshalb hier unser Beitrag auch in diese Richtung, dass wer irgendwo steht, festgezurrt und sich einbildet, er hätte irgendwas kapiert von der Welt oder der Wahrheit, der liegt ja per se falsch, brauchen wir gar nicht noch weiter überprüfen. Weil wer sich nicht bewegt, der sieht halt wirklich nur eine ganz geringe Brennweite von der Welt. Und das ist eigentlich der Antrieb gewesen für das Kunstwerk. Auch den Betrachter sozusagen am Leib, ja, die Installation, die einen dazu zwingt, sich zu bewegen, um sie im Ganzen zu erfassen, sozusagen wie ein kleines Modell fürs Erkennen des Lebens zu bieten und somit Inspiration für den Alltag.
sort of what I do. I sort of put loads of paint on, and at some point something starts to change for me. I look at it for, I just sort of paint everything. And sometimes I stop at a certain place and I start sort of putting a bit more detail in. And at some point, things are gonna come out and I see things and I try to make them come out. And sometimes it doesn't work and I just paint over it again. It just emerges. Yeah, it's sometimes it's a mystery to me as well, what it is. And so if people come up and say, what is it? You have to see for yourself. I think this is the only way I get things out that are sort of inside me, sort of like a, frustrations and other sort of emotions that come out. I can't put it in words. If I would put it in words, then I'd be a writer. I have maybe some sorts of inspiration. I like funny things. I like ironic things that contrast with the boring reality, you know? Animals, people, cars, machines. Those things are exciting. So just try to get inspiration from everything and try to twist it in a little ironic, funny way. Not this time though. This is a man's face, like a giant face looking to us from the window. But this guy is very serious. This is not going to be a funny one. Because I made the drawing and the guy was, he was like serious and I liked it. I respected the sketch, you know? I'm trying to do the outline, but I already made a couple of mistakes. So I'm trying to focus in the right lines now, and that's a tricky part. I'm not a really rational thinking person. That's not how I explain my stuff, you know. I just think intuition is a big part of it, and we don't necessarily have to explain shit, because it usually comes out wrong. So I looked at it, and I felt it would compose with the drawing. I don't know. Ich bin der Lilo Krebenek vom Etherheads Collective aus Wien. Ich bin mit meiner Freundin Kathi da und mit unseren vier Kindern plus Hund. Wir versuchen halt immer alles gemeinsam unter den Hut zu bringen, weil einfach das Ganze ein Riesenabenteuer für die Kinder auch ist. Wir bauen relativ oft Installationen, die Multifunktion haben, also sprich, die irgendwie bespielbar sind und aber ästhetisch irgendwie unseren Stil wiedergeben. Und in dem Fall wird es jetzt ein Character, der auch ein sogenanntes Skateboard Sculpture ist. Heißt, der hat die Funktion, dass man es auch mit dem Skateboard dann befahren kann im Endeffekt. Aber trotzdem einfach als Skulptur auch funktioniert für einen Besucher, der jetzt mit Skateboardfahren nichts am Hut hat. Ich habe das leider auch viel zu spät mitbekommen, nämlich erst am Donnerstag, wie wir gekommen sind, dass eigentlich ein anderes Bowl geplant war. Da gab es dieses Jahr die Idee, eins dieser großen Rondells, wo früher die Loks gedreht wurden, halt leer zu räumen und da eine skatebare Skulptur draus zu bauen. Es ging mit der Idee an der Rollschuhbahn los, ging dann weiter, dass man eigentlich Skateboard fahren drin könnte. Und dann haben wir auch bis zu 15 Leute gehabt, die da schon angefangen haben zu bauen. Und dann kamen dann immer mehr auch Leute dazu, die Erfahrung hatten und haben dann allerdings später gemerkt, dass es von der Dimension, vom Aufwand und von den Kosten halt leider nicht tragbar ist. Deswegen haben wir das dann leider canceln müssen und haben uns für eine andere Installation entschieden. Es hilft aber insofern uns jetzt, weil dadurch Vorarbeiten gemacht worden sind. Zum Beispiel haben wir ein Betonwerk, das uns wirklich Beton zur Verfügung stellt. Das wäre sonst nicht so leicht möglich gewesen im Grunde genommen. Ich fahre jetzt seit 1988, also 31 Jahre. Und
ohne Skateboarden so ein Projekt zu machen, das wäre für mich kaum denkbar. Also das ist einfach irgendwo drinnen. Das ist wichtig. Wir wollen halt auch zeigen, dass man das Ganze auch als Familie mit den Kids machen kann. Wie kann man das arbeiten und die Familie unter den Hut bringen? Und wir probieren halt, die Familie so oft wie möglich einfach zu involvieren. Dass sie halt auch mit partizipieren. Und zurzeit macht es halt auch wirklich Spaß, weil man merkt, sie werden älter, sie greifen sehr viele Sachen selber auf. Und die Kinder machen schon was Ähnliches danach im Grunde genommen. Und das ist für uns auch sehr inspirierend zu sehen, einfach wie sie ihren eigenen Stil entwickeln und wo sie sich gerade künstlerisch hin entwickeln. Mein Name ist Frank Lorenz, ich komme aus Reichenbach, also wir sind hier sozusagen die Locals. Wir sind ein Trio, das ist Chris Frechschmidt, der steht hier gerade auf der Leiter, und Jörg Halsema, der ist gerade im Objekt unterwegs. Wir haben uns ja hier als Künstlertrio angemeldet und dort ist uns dann erstmal bewusst geworden, dass wir aus verschiedenen Genres kommen. Jörg ist eigentlich Trickfilmzeichner und macht sehr viele Karikaturen. Chris macht Gemälde und ich fotografiere. Und Fotografie, Malerei, Sprayerei zusammenzubringen, da musste uns erstmal was einfallen. Als erstes stand die Idee mit den Augen. So diese sich gegenseitig beobachtende Gesellschaft sollte das darstellen. Das Projekt hatte ich schon lange so im Kopf. Und letztendlich kam dann Chris mit dieser Idee der Figur, wo quasi die Augen draufschauen sollten auf diese Figur. Und Jörg sollte die Wände sozusagen gestalten. Dazu muss man sagen, wir sind vom hiesigen Kunstverein und wir hatten damals mit sozusagen initiiert, wir haben versucht, die E-Book hierher zu bekommen. Und dann sind wir mit den Organisatoren auch zusammen durch die verschiedenen Gelände in Reichenbach gegangen. Das war richtig spannend für uns. Wir kannten das ja, ne? Als Reichenbacher kannten wir dieses Gelände sehr gut. Ja, sie haben sich nicht davon abbringen lassen, dass es nun das Bahnbetriebswerk das Interessanteste, aber mit Sicherheit auch das Schwierigste Gelände geworden ist am Ende. Vielleicht noch ganz kurz zu Jörg. Auch diese Beziehung zum Bahnbetriebswerk hat hier nämlich mal gearbeitet. Also ich habe 10 Jahre hier gearbeitet, zur Wende aufgehört. Und es ist schon komisch, wenn man hier durchläuft und hat eigentlich an viele Orte, an die man Erinnerungen hatte, wo man jeden Tag raus und reingegangen ist durch die Türen. Und jetzt, ja, es hat schon so einen morbiden Charme, aber es ist irgendwie auch komisch, wenn man so diesen Verfall sieht. Ich muss sagen, ich habe hier drunter gearbeitet und hier oben saß der Abteilungsleiter. Eigentlich fast in dem Zimmer, was wir jetzt hier gestaltet haben. Wir sind hier durch die Räume gestreut und haben überall geguckt und dann lagen in allen möglichen Ecken große Berge von Akten und Ordnern. Und ich habe da ein bisschen durchgeguckt und dachte, na nun, da waren so Namen drauf, die kannte ich von früher und habe ein bisschen durchgesucht. Und es waren so alte Lohnabrechnungen. Und da guckt man natürlich dann, ob man auch seinen eigenen findet und siehe da, sie waren dabei. My name is Xuan. I'm originally from California, but I live in New York now. This is my first time at eBook and also my first time at any festival that takes place in an abandoned area. And the basement really spoke to me. And the first thing that I did as soon as I got down here in the complete darkness was just start singing. And it sounds amazing down here. And so I thought, oh, wouldn't it be cool to share this experience with everybody and create an artwork that would allow the space to speak in a way? There are 4 parts to this installation.
This one here is a reactive to sound. So if it's a loud sound, it'll get really bright. And if it's a small sound, it'll get very dim. And the idea is that voices or the presence of people coming in the room would sort of awaken the space. Originally, there was no idea of having the tree here. But as I invited people to come down, they all got a little bit scared and feeling uneasy. So I thought, what's a way to make more comfort or ease? And so I brought down a tree just to test it out, and it really created a sense of equilibrium and ease. So I thought, okay, let's put some more trees down here to contrast this very stark and sterile architecture. And so the other three parts are trees from different seasons in my mind. We have this very introverted, reactive tree, and then in the next room it's kind of like a wintry scene where everything's backlit and the leaves sort of paint a shadow on its environment, and then the next one is very bright. And then the fourth one, as you're leaving, you kind of see to the side, it's a red tree, and the tree itself is red, it was tinted red, so I thought this could be the autumn feeling of the seasons, and these four sort of connect the trail of the installation. Mein Name ist René Meyer, ich bin 32 Jahre alt, wohne in Leipzig, komme aber gebürtig aus Plauen. Das ist ungefähr 26 Kilometer hier von Reichenbach entfernt. Dadurch, dass es eine Industriebrache ist, war es mir halt einfach extrem wichtig, auch irgendwas im Industriekontext hier abbilden zu können. Und da es ein Bahnbetriebswerk war, war natürlich irgendwie die Idee naheliegend, auch irgendwas mit Schienen oder Zügen, irgendwas, was halt einfach zu der Brache passt, abzubilden. Also ich habe generell einen großen Faible für Industriebrachen, für Industriearchitektur, und das sind oft so versteckte Welten, die man im Alltag nicht findet. Dadurch, dass sie verfallen oder vergessen werden, gewinnen die im Laufe der Zeit so eine Eigendynamik, eine eigenständige Komposition, die nicht von Menschen geschafft ist, sondern einfach auch durch Zufälle, durch Wetter und Bedingungen, und entsteht aber eine komplett andere Ästhetik und wertet halt auch irgendwie dieses Clean, was natürlich jetzt eine neu gebaute Industrieanlage hat, einfach nochmal auf mit was Organischem. Man weiß nie so genau, was findet man für eine Bausubstanz, so wie ist jetzt die Oberflächenbeschaffenheit von Wänden, wie ist die Tragfähigkeit, und so muss man auch immer irgendwie wieder gucken, kann man das so ein bisschen instand setzen, reicht da jetzt einfach mal zu grundieren, muss man zweimal drüber streichen, oder wenn man das Bild rangesprüht hat und man das Klebeband entfernt, ob man die halbe Farbe wieder abreißt, wo auch wieder zufällige Schäden entstehen können, die auch nochmal so eine Ästhetik reinbringen. Ich glaube, dadurch, dass so ein Platz nicht perfekt ist, sollte man auch nicht versuchen, zu perfekt das Ergebnis erwarten zu wollen, sondern manchmal muss man auch einfach diese Zerstörung, die dabei entsteht, zulassen, und das bekommt halt seinen eigenen Charme, so wie die Brache an und für sich auch. Es ist halt nicht so sauber wie im Atelier. Man muss damit rechnen, es bröselt irgendwas runter, man sitzt im Dreck, es ist kalt, es regnet vielleicht. Vielleicht hat man nicht das Material, was man sonst benutzt, und muss sich mit so ein bisschen, muss seine Erwartungen ein bisschen abspecken, im Gegensatz zu dem, wie man sonst arbeitet. Da hat man sich dann ja schon das perfekte Material zusammengesucht und so. Und hier ist das alles so ein bisschen rudimentärer manchmal. These walls are a bit like, you know, they're not the best medium when you're trying to do really detailed work sometimes, but the great thing is that you can improvise. I mean, up on our roof we have some pipes that we've adapted to our design, and I think that's really fun to maybe things that might look like problems in the beginning become a part of your design. There's a lot of people taking their environment and maybe even picking spaces that aren't
the most desirable, but yet they transform it into something so incredible because of their art and how they choose to just run with the space instead of, you know, trying to fight against it. Ich heiße Kera. Kera ist tatsächlich mein Künstlername. Ich heiße richtig Christian Hinz. Ich war bestimmt 8-mal da gewesen. Ich war ganz am Anfang da bei den ersten E-Books. Da habe ich noch richtige Graffitis gemalt und Styles gemalt. Und dann hat sich das so langsam in die abstrakte geometrische Richtung entwickelt. Und dabei tatsächlich habe ich die E-Book und die E-Book mich die ganze Zeit dabei begleitet. Heute bemale ich einen Bohnen, weil ich es ganz spannend finde, zum einen mal weg von der Wand zu gehen und genau so eine andere Dimension aufzugreifen. Aber es gibt auch noch die Plane, die sich dann hier hochziehen wird, um die Farbe, um die Grafik einfach dreidimensional stehen zu lassen. Ich finde es klasse, weil man tatsächlich Sachen ausprobieren kann, weil man die Möglichkeit hat, hier Sachen zu probieren, die man sonst woanders im öffentlichen Raum nicht machen kann. Also wenn ich Aufträge male, da müssen die stehen. Da kann ich nicht anfangen, mit Farben rumzuprobieren oder mit Materialien rumzuprobieren, ob das hält oder nicht. Sondern wenn ich einen Auftrag male, dann muss das halten, dann muss das da stehen. Und hier ist es ganz schön, dass man auch so Flächen sich sucht, die man vielleicht auch gar nicht sonst im Alltäglichen irgendwie sich nehmen würde. Und das ist das Spannende. Dadurch passiert, glaube ich, so eine Entwicklung, weil man sich irgendwie auf was Neues einlässt und was Neues probiert. Also man muss tatsächlich ganz anders damit umgehen. Auf einmal läuft man auf sein Kunstwerk. Dann gibt es natürlich jetzt mit dem Wetter, gestern hatten wir relativ lange Regen, was die Farbe ausgehalten hat, aber was es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger macht, auch die Fläche zu bearbeiten, weil sie einfach länger feucht ist. An der Wand ist es, hat man im Vordach oder Dachrinnen, wo die Wand jetzt nicht komplett 100% nass ist. Hier ist es jetzt einfach so. Also damit, das sind aber auch Sachen, damit muss man umgehen und damit, das ist eben das Schöne. Man probiert die Sachen aus und man lernt dabei. Ne? Man lernt vielleicht beim anderen Mal, das anders abzudecken oder anders damit umzugehen, eine andere Fläche zu suchen. Ich bin Vincent Zimmer, ich komme aus Halle und ich bin hier mit Kollektiv Plus X. Wir sind eine Fünfergruppe, die aus einem Freundeskreis besteht und wir sind sehr unterschiedlich von unseren Professionen her. Also wir haben alle irgendwie im Kreativbereich studiert, Keramikkunst, Glaskunst, Industriedesign. Als wir hier angekommen sind, haben wir erstmal eine große Runde gedreht und es ist ein wahnsinnig vermülltes Gelände, wie alle diese Brachen, die wir kennen, und haben mit der Schubkarre gesammelt und haben so einen kleinen Zoo gebaut aus Fundstücken, die hier auf dem Gelände waren. Einen fabelhaften Zoo von fantastischen Wesen. Jetzt ist quasi in der Mitte so ein Korallenriff, was irgendwie aus Müll besteht und von Müll besiedelt wird. Und links ist so eine Riesenraupe, die ihr Nest versucht zu bewachen vor dem ganzen Müll, der von außen reindrängt. Und ganz rechts ist so ein sehr stacheliges, wildes Wesen, was in den Bergen lebt und sein Terrain dort verteidigt. Es geht wirklich darum, irgendwie mit dem zu arbeiten, was da ist, und das zu verwandeln zu was, was Spannung erzeugt, was sich abhebt von der Umgebung und was irgendwie inspiriert und angeschaut werden will. Nicht Künstlername ist Kerim und ich bin geboren in Holland und als Künstlername bin ich Moin Koller, also eher bekannt als Mick von Tape Over Berlin und tätig in Kollektiv. Das macht uns besonders, dass wir mittlerweile eine Gruppe sind von 10 Leuten, die mehr als Familie miteinander umgehen als Arbeitskollegen und ja, halt eine Crew sind, die nicht nur damals mit Klebeband arbeitet, aber jetzt auch mit Farben, also mit Streichacryl und mit Sprühdosen und anderen Medien.
Seit, soll man sagen, 10 bis 6 Jahre gibt es halt Klebeband, in diesem Fall Tesa Gewebeband. Die Möglichkeiten sind da eigentlich unbegrenzt. Also man dachte halt immer nur, man kann gerade Linie setzen, was aber nicht wahr ist. Man kann sie verbiegen, man kann layern, man kann bis zum Unendlichkeit gehen quasi damit. Und das macht einfach einen Haufen Spaß, also was Neues zu zeigen, also ein neues Material zu benutzen. Es ist krass, es ist komisch. Eigentlich ist jedes Kind halt ein Künstler. Und uns wird aber später erzählt im Leben so, nee, wir sollen halt Feuerwehr werden oder keine Ahnung was, etwas, was wir gar nicht wollen. Und für uns ist es halt so, dass es jedes Kind halt ein Künstler ist und auf jeden Fall jeder Stadt, je nachdem jedes Haus eine Leinwand ist. Und ja, wir unser Leben auch so fortgesetzt haben und natürlich auf eine andere Schiene gebracht worden sind früher. Aber gesagt haben, nee, das hier ist dasjenige, was wir machen wollen. Und dafür schmeiße ich halt andere Sachen und probiere dieses Glück quasi zu verfolgen. Also mich selber damit glücklich zu machen. So richtig, was auf mich zukommt, aber es ist wirklich sehr schön geworden. Überall findest du was. Wenn du mit offenen Augen durchläufst, hast du permanent irgendwas, was neu ist. Ich finde, das ist so richtig was für Leute, die gern auf Entdeckungstour sind und mal hier und da hingucken und wenn, dann sehen die plötzlich ein schönes Bild oder ein interessantes Detail. Ich denke, ich habe viel fotografiert, was vielleicht gar keine Kunst ist, was einfach schon da war, da jemand mit dazu gemacht hat. Ja, es ist ein fantastischer Spielplatz der Möglichkeiten, also hier anzukommen und unendlich viele Farben und Material zu haben und eine Woche Zeit einfach loszulegen und zu machen, ohne irgendwie kuratiert oder beschnitten zu werden, ist schon fantastisch. Also das Konzept der E-Book begeistert mich. Es ist einfach so wirklich alte Gebäude, alte Areale bekommen immer so ein zweites Leben eingehaucht. Ich meine, ich bin selber hier in der Region groß geworden und man kennt so viele Sachen auch einfach nicht oder nur vom Hören sagen.
glaube, für Reichenbach ist es schon nicht so gewöhnlich, dass so viele junge Leute hier sind. Ich zum Beispiel würde nicht nach Reichenbach kommen. Also ich wäre nicht hier, wenn so ein Projekt nicht stattfinden würde. Gerade deswegen ist es ja ein super Event, um den Leuten auch halt einfach Reichenbach zu zeigen und vielleicht auch mal die Umgebung einfach näher zu bringen. Auf jeden Fall Wahnsinn zu sehen, was das ganze Team auf die Beine stellt, wie viel Engagement da ist, ohne jetzt großen finanziellen Profit daraus zu schlagen, sondern dass da wirklich so viel ganz, ganz persönliches Herzblut drin steckt. Und das ist wirklich Wahnsinn, das zu sehen. Es macht auch so ein bisschen wahnsinnig. Ich saß da auch irgendwie in der Kreativwoche irgendwie täglich von 8 bis 1 in der Nacht, irgendwie, um das wirklich durchzubekommen. Die Installation, die ich hier aufgebaut habe, hat zwei Bezüge hauptsächlich. Einmal so einen lokalhistorischen Bezug, dass ja, Reichenbach, aber auch viele, viele Orte in der Gegend groß geworden sind zur Zeit der Industrialisierung und in der Zeit wiederum die Textilindustrie eine wichtige Rolle gespielt hat. Deswegen eben so ein Webrahmen, um darauf Bezug zu nehmen. Und aus dieser Zeit sind ja jetzt viele Brachflächen sozusagen noch vorhanden. Und jetzt ist ja ganz aktuell eine ganz soziale Frage oder eine ganz aktuelle soziale Frage, wer belebt es überhaupt wieder? Und darauf auch Bezug nehmend eben hier das Konzept, dass der Betrachter, Betrachterin, alle, die hier auf der E-Book sind, dazu eingeladen sind, ihr Stück sozialen Teppich, sozialen Boden mit einzuweben, einen sozialen Moment zu schaffen, einer Gemeinschaft etwas herzustellen, aufzubauen. Grundsätzlich ist es geil, alte Strukturen zu nutzen, daraus was zu machen. Wie so ein Do-it-yourself-Museum, weil du ja trotzdem noch so die alten Bruchstücke siehst von der Zeit, wo das mein Betrieb war. Das ist nicht so die typische Ausstellung, sondern es ist wahrscheinlich irgendwann einfach hier alles mal wieder weg. As a street artist, you're not so much clinging to your work and its permanency as other kinds of art. You're very much appreciate the moment and the time it was created, and then you move on to something else. I think street artists are always looking for the next opportunity in the next place. It's not about the here and the now, it's about what's next. So I'm okay that maybe my mural will be torn down one day. Ich finde es total spannend bei so künstlerischen, temporären Nutzungen im Raum, was eigentlich stehen bleibt, weil am Ende wird es wahrscheinlich abgerissen und trotzdem kommen hier sehr, sehr viele Menschen durch, schauen sich das an und irgendwas bleibt. Und das ist die Frage, die mich beschäftigt. Wie verändert sich dadurch was und was nehmen die Menschen mit? Und wie verändert sich das Große und Ganze dadurch, dass kreativ mit Sachen umgegangen wird? Wenn viele Leute hier durchgehen, irgendwo haben sie da so eine Träne im Auge oder so ein wehmütiges Gefühl. Aber das Leben ist einfach Veränderung. Ich glaube, das, was überbleibt, ist, dass viele Leute gute Zeit haben und hoffentlich auch inspiriert bleiben dadurch.
Ich kann halt nur dafür plädieren, dass eben die Kunst weiterhin in die Tiefen der Gesellschaft getragen wird. Weil ohne Kunst gibt es keine Vorstellungskraft und ohne Vorstellungskraft gibt es keine Vision. Und ohne Vision gibt es kein besseres Leben. Ich muss auf jeden Fall einfach nochmal einen riesigen Dank aussprechen. Und da komme ich jetzt nochmal auf das Team zurück, weil einfach nur durch euch und durch die viele Energie, die hier geflossen ist, haben wir es geschafft, so ein Festival aufzubauen und es zu leisten. Danke.